So, hier haben wir ein Hühnchen. Hallo Hühnchen. Hier haben wir ein kleines Hühnchen. Ja, kleine Hühnchen. Da wird Fleisch immer hier drin. Ja, aber wieso habe ich ja keine Truhe für die Eier? So, jetzt kriegen erst einmal die Schafe was zu fressen. Huch. Sogar ein paar Blümelein hier. Cool. Mal hier mal ein Schäfchen mehr. So, jetzt mache ich mal ein ganz kurzes Päuschen und bin gleich wieder da für euch. Huch, jetzt war die Musik weg. So, jetzt geht's doch wieder. So, jetzt geht's endlich weiter, meine Lieben. Hat doch ein bisschen länger gedauert. Gut, für mich hat es länger gedauert, für euch war es wirklich nur ein Bruchteil einer Sekunde. Davon einer Sekunde. So, ich gehe jetzt nochmal schnell ins Lager hier runter, weil... Wie sieht denn das eigentlich aus? Wir haben doch hier irgendwo, genau, hier haben wir noch ein bisschen... Genau, Goldbarren haben wir ja auch noch, ja. Hier haben wir noch ein paar Truhen, die nehme ich doch gleich mal hier. Hier haben wir noch Weizen. Können wir mit dem Schwert hier irgendwas machen? Eisenschwert. Noch ein Eisenschwert, da gibt es nichts davon, ne? Hm. Achso, es ist bloß nur reparieren bestimmt, ne? Was ist denn mit dem hier? Spitzhacke, Spitzhacke. Achso, kann ich jetzt ein Level machen hier oder was? Oder wie ist das jetzt? So, okay. Ganz kleinen Moment nochmal. So, aber jetzt, ich wollte jetzt nochmal schnell eine Nachricht nochmal schreiben. Über WhatsApp. Das WhatsApp. So, hier haben wir noch ein paar Fackeln. Die hätte ich eigentlich jetzt nicht darüber setzen brauchen, ist aber jetzt egal. Weil hier habe ich noch keine Beleuchtung gemacht, also ja, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist, ne? Oh, man kann ja mal sehen hier, Kleinvieh macht auch Mist. So, was haben wir denn jetzt hier? Und die Fackel, was meint in die Richtung, habe ich das jetzt? Ja, das habe ich. Und die Fackel tue ich mal hier hin. Da könnte ich oh, die ja hier auch in die Mitte legen. So. Da passt das. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir noch ein Schild. Das nennen wir. Oder ein paar Schilder. Sagen wir es mal so rum. Achso. Was haben wir denn jetzt am meisten jetzt hier? Das Weizen, ne? Na gut, dann müssten wir uns noch eine extra Weizentruhe noch machen. Ach, wisst ihr was? Ich mach das jetzt einfach so. Ich mach das jetzt einfach so. Das ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt mit der Truhe hier hoch. Der hört das rumgezählt da auf hier. Ich stelle mir jetzt hier einfach eine Truhe hin. Genau. Jetzt muss ich natürlich das Weiß von unten holen. Das habe ich nicht gerade vergessen. Was ich alles im Leben vergesse, ne? Und werde jetzt das Weizen da hinein befördern haben, damit wir das erstmal haben. Es geht gleich wieder richtig. Oh. Es geht gleich wieder richtig los, Leute. Das ist wirklich nur zum Übergang jetzt gerade, weil ich hier in Minecraft auf die Nacht warten will. Halt, haltet, halt, ich hab was vergessen. Das kann auch mit hier rein erstmal. Wie gesagt, ich will erstmal auf die Nacht warten. Damit ich wieder ein paar Kreaturen wieder töten kann. Ja. So in etwa gesagt. Ich muss doch ein paar Zombies töten, weil ich Möhren brauche. Nur leider haben die bislang noch nichts abgegeben. So, das Schild mache ich gleich mal hier hin. Da gibt es nämlich hier das Weizen. So, haben wir das schon mal. Das Zuckerrohr, das gute alte Zuckerrohr. Was haben wir hier in der Truhe überhaupt noch inne?
Ach so, die Kürbisse. Na gut, das haben wir ja überhaupt gar keine angelegt hier. Das Zuckerrohr. Das Zuckerrohr würde ich eigentlich auch noch was anderes machen, ehrlich gesagt. Ist eigentlich gar nicht so einfach. Ich gehe jetzt mal zur Drittstelle. Weil die Nacht bricht nämlich herein. Ich werde schon mal alles ein bisschen vorbereiten hier. Weil es geht nämlich wieder gleich die wilde Schlacht hier los. Zur allergrößten Not habe ich hier noch ein paar Spitzhacken, wenn es sein muss. Weil irgendwie wehren muss man sich ja. Aufnahmezeit haben wir noch ca. 5 Minuten, das ist auch gut. Also können wir hier schon mal ein paar Session machen. Ich mache schon mal die Welt auf einfach. Und mal gucken, ob wir hier schon irgendwie ein bisschen was finden an Kreaturen. Vielleicht eine Spinne oder ein Creeper oder ein Zombie oder ein Enderman oder ein Skelett oder keine Ahnung, was wir hier noch. Da hinten ist sogar schon ein Zombie. Den greifen wir doch gleich mal an. Hallo Zombie, wie geht's denn so? Komm her, ich will dich töten. Was für ein Mistvieh. So, was haben wir denn noch so hier? Gucken wir mal. Ich gehe mal schnell ins Häuschen. Da habe ich einen besseren Überblick und da werde ich auch nicht gleich angegriffen. Huch, ich bleibe hier an der Treppe hängen. So. Was sehen wir hier? Wie wir sehen, sehen wir nichts. Doch, hier oben ist noch ein Zombie. Den hole ich mir. Den Zombie hole ich mir. Aber hier gibt es keine Möhren, die lassen keine Möhren hier fallen. Das sage ich immer wieder, weil ich die unbedingt brauche. Aber auch allgemein brauche ich einiges Zeug von den Kreaturen. So, gucken wir nochmal auf unseren kleinen Aussichtspunkt hier. Da ist noch ein Zombie, den hole ich mir auch mal schnell. Ich bin schon tot, bevor ich ankomme. Boah, ein Mistvieh. Oh, wieder muss verrottetes Fleisch. Und ein Skelett auch noch, um Gottes Willen. Und eine Spinne. Ich muss... Ah, nee. Weg hier. Alle weg. Das sind immer zu viele Skelette. Das können wir nicht machen. Der rennt doch nicht mal richtig. Der wird, glaube ich, verletzt sein. Ein Scheißdreck. Schnell mal hier rein. Hab ich irgendwas zu beißen hier? Hab ich leider nicht. Das ist doof. Das ist richtig doof gerade. Habe ich nichts zu beißen hier. Das haben wir echt zu viele Skelette. Und das waren, glaube ich, 3-4 Skelette. Oh Gott, mit dem Enderman will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Na, wollen wir es riskieren mit dem Enderman? Der tötet uns doch gleich. Ich habe noch keine Creeper gesehen, ehrlich gesagt. Oh, meine Fresse. So, da oben ist der Enderman. Ich probiere es trotzdem. So, der ist weg. Wo ist er? Da ist er. Ist er, der ist, glaube ich, hier. Ah, da ist er, okay.